Hey ihr coolen Leute da draußen, ich bin der Bruger und dies hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bexeking 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Encore 90, Erosion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Maurice MZ, Mike Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games German, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Bupo Fischbub, Pipes Mustang, Raik Boretzky, Ralion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni und Wölfchen 0909. So, damit willkommen, ihr Leckerschmeckerchen, zu Is Simon There? Ein neues Spiel von Stanislav Truchowski von Turnvex Games. Kennt ihr vielleicht, habe ich schon einiges von gezockt. Vielleicht werde ich es mal hier verlinken. Auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Einschalten und fürs Unterstützen. Das könnt ihr natürlich auch kostenfrei tun mit Likes und Kommentaren. Also vielen Dank dafür. Wir starten jetzt mal von Anfang an. Für das bestmögliche Ergebnis verwenden Sie Kopfhörer, spielen Sie im Dunkeln und spielen Sie das Spiel alleine. Die geschätzte Spieldauer beträgt 40 Minuten. Dieses Spiel beinhaltet auch einen automatischen Kontrollpunkt bei der 50%-Marke des Spiels. Viel Spaß! Hi, is Simon there? Hi, yes, please. I'm looking for Simon. Is he there? Okay. Merk schon. Ist der Wecker oben im Schrank? Ventilation System, da würde ich auch einschlafen wahrscheinlich. Und Stanislav Truchowski. Warum steht mein Wecker im obersten Regal? Ich brauche einen Stuhl, um das auszuschalten. Um ihn auszuschalten vielleicht eher, ha? Aber es ist halt wieder mit Google übersetzt wahrscheinlich, was? Die Tür umschalten, ja, das meine ich. Ich finde es ja ganz charmant, ist ja nicht schlimm. Hauptsache der Sinn des Spiels kommt rüber. Verschlossen. Der Putz abgebröckelt. Auch verschlossen. Was mache ich denn jetzt? Wo finde ich denn den Stuhl? Oh, hier vielleicht. Ist auch verschlossen. Klar. Drücken Sie I, um Ihr Inventar zu öffnen. Ah ja, ein Stuhl aus der Küche. Gut. Ja, gespannt auf das, was das hier hinausläuft. Ah ja. Alarm ist aus. Das sieht ja geil aus draußen. So eine richtig schöne, beschneite Waldlandschaft. Und auch alles dunkel. Kann ja nur der Auftakt für ein gutes Horrorspiel sein, oder? Was meint ihr? Bild. Und jetzt? Mach ich jetzt? Mit dem. Was ist mit dem Zeiger los, bitte? Ich glaube, ich weiß schon, was jetzt kommt. Hi, is Simon there? Alter, komm. Schließen Sie das Fenster, bevor es zu kalt wird. Das kam von hier, oder? Alter. Das Fenster ist... Oh! Das Fenster! Scheiße, beeil dich, überprüfe, ob die Haustür verschlossen ist. Oh nein, oder? Ist die Haustür? Ist verschlossen. Oh! Alter, mach mich nicht fertig. Hi, is Simon there? Leck mich! In meinem Schlafzimmerschrank ist eine Waffe, finde es! Alter,
Nicht euer Ernst. Wo ist denn mein Schlafzimmer? Das ist mein Schlafzimmer. Okay, es ist hier dunkel. Ey, glaubt ihr, ich bin dumm? Alter! Nee, ich geh wieder. Ah, ich geh wieder. Ist jetzt echt einmal schnell ums Haus gerannt und durchs Fett. Nee, ist immer noch hier. Geh weg! Ich dachte eben, das steht da ganz kurz. Alter. Mein Herz bleibt stehen. Liegen überall Pillen hier rum. Oh, ein Schlüssel. Kann ich nicht nehmen. Alter Schwede. Ey, ich gehe bestimmt jetzt nicht an den Schrank. Muss ich? Wo soll mich vielleicht erwischen? Nee, ich glaube nicht, oder? Steht immer noch da. Also ich muss die Polizei rufen. Hätte ich schon längst gemacht. Was zum Fick? Alter, die Tür ist aus den Angeln gehoben. Wenn ich jetzt ohne... Was? Wenn ich dieses Haus ohne Jacke verlasse, friere ich draußen. Ja gut, wenn du nur frierst, ist ja nicht so schlimm. Erfrieren ist nicht so toll. Hallo? Er hat ja gerade bitte mein Telefon sabotiert. Alter, ich habe echt Angst, in meinem eigenen Haus hier rumzulaufen. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Hi, yes, please. I'm looking for Simon. Is he there? Flick dich einfach, du dummes... dummes Stück. Bitten Sie raus, wer im Haus ist. Ich würde gern drauf verzichten, wenn es geht. Ist er noch im Schlafzimmer? Ist weg. Das macht's aber nicht besser. Was? Ein leerer Bilderrahmen. Ey, Leute. Sowas finde ich halt echt gruselig. Oh, was ist das? Eine Kiste. Drücken Sie E um die kleine Box. Die Kiste ist gesperrt. Oben ist eine Einlage. Hide? Wo ist die Waffe? Ist keine Waffe. Das war doch was. Ich dachte... Zerrissenes Bild. Oh, warte mal. Kann ich das vielleicht hier einsetzen? Kommt ein Kind bei raus. Es ist ja immer ein Kinderbett hier und ein Doppelbett. Warum? Oh! Was zur... Oh nein. Geh wieder zurück. Ich versteck mich. Ist die Waffe hier? Bitte. Was? Der Schlüssel zur Waschküche befindet sich in der Küche. Nope. Nee, ich bleib bestimmt nicht hier im Dunkeln in der Ecke stehen. Oh, ist das eklig gerade. Dieses Gefühl, das... Kommt das von hier? Weiß es nicht. Er ist ja schon im Haus. Da leuchtet auch der Schlüssel an der Fensterbank. Alter. Alter. Am Ende sind es mehrere, oder? Ich meine, ich kann es mir mit der Tür nicht anders vorstellen. Oh! Du Penner! Alter, der ist doch 3 Meter groß, dieser Typ. Hä? Alter, ja,
Es müssen mehrere sein. Das kann nicht nur einer sein. Das ist die Waschküche oder das... Nee. Fresse. Behind you. Alter, leck mich. Leck mich. Arschen kann ich mir auch alleine. Was ist das denn? Aha. Müssen die alle auf der Grünen landen? Bip. 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 Und... War, glaube ich, zu schnell. Warte. Was ist gebollert die ganze Zeit? Ah ja, noch ein Foto. Was? This is all you? Das ist alles deine Schuld? Behind you, ja. Your fault, deine Schuld? Ich werde dich in Stücke reißen. Was zum... Der Stuhl gerade von selbst bewegt, ja? Bitte irgendwo anrufen, geht das? Nur eine Pizza bestellen, keine Sorge. Kaffee und Zucker, Zucker. Ey, wo bollert das die ganze Zeit gegen? Schon 5:30, ja, ist klar. Bald 5:30. Ja, ist er. Okay. Alter. Will ich jetzt bitte die Waffe holen? Foto kommt zusammen. Ist das vielleicht unsere Frau? Ich meine, es ist gesperrt. Oben ist eine Einlage. Tja. Es wird immer besser. America, American History. Das ist ja schön. Ich fühle mich ein bisschen unwohl, so ein kleines bisschen. Was zum Teufel ist los mit diesem Haus? Er ist nicht mal eingesteckt. Was ist eigentlich die Fernbedienung? Keine Fernbedienung für die alte Kiste? Strom wieder aus. Ich lass lieber an. Ist jetzt auch mal gut? Was macht er da? Oh, schreit halt nur die ganze Zeit. Kannst du ja nicht eine Jacke schnappen und einfach abhauen? Ich meine, der Typ rennt ja auch oberkörperfrei rum, ne? Zeit wirklich?
komisch. Hallo? Kann nichts machen. Jeder mal, ne? Kein Plan jetzt, was ich machen soll. Werde die ganze Zeit hier rum. Hallo? Oh, oh! Alter! Ausblenden! Was? Es geht nicht mehr. Ausblenden, die, die, die. Stirb, stirb, stirb. Alter, das ist fies jetzt. Ich ruf da wieder an, der Spack. Boah, ist das mies. Mach ich jetzt? Dieser riesige Typ. Behind you. Was war das? Oh. Mir kitzelt's überall im Gesicht. Geh doch einfach raus. Oh. Einfach so, ja. Einfach so. Oh mein Gott. Ist das eklig. Ach ja. Auf einmal, ne? Oh. Sie lebt noch. What the fuck? Ging ich nur da? Was? Was? Ich habe mich geschnitten, ich blute auf dem Boden und ich weinte. Was passiert ist, hat mich komplett verändert. Hä? Was? Was? Ach du Scheiße. Waren wir das wirklich, ja? Der Decke. Ernsthaft. Eine dünne gefaltete Jacke. Nicht das Beste für das Wetter, aber genug, um Schäden zu vermeiden. Das Haus verlassen. Schäden zu vermeiden. Ist die einzige Jacke im Haus in so einem komischen Kästchen oder sonst keine Klamotten hier. Das ist nicht real. Aber gut. Das ist auf keinen Fall real. Checkpoint unlocked. Ist... It is all my fault. Es ist alles meine Schuld. Okay. Aber ich kann nicht hier raus. Oh, natürlich.
Natürlich. Hab dich gesehen, Simon. Hab dich gesehen. Hat meine Pflanze umgeworfen. Stirb. Nein. Hast du noch was anderes zu sagen? Oder ist das alles, was du kannst? Sind die verbarrikadiert? Fenster? Mit Brettern? Der ist ja echt schnell und fleißig, der Typ. Nun, kann ich leider nichts machen. Ei, 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 ei. Das mochte ich eh nicht, das Bild. Oh, er hat umdekoriert. Jetzt ist hier eine Tür. Danke, Simon. Wollte ich eh mal lang machen. Umdekorieren. Alle Fenster sind zu jetzt. Geschlossen. Ernsthaft. Du machst mir hier eine neue Tür und die hast du direkt mal abgeschlossen. Weißt schon, das ist sau bescheuert, Simon. Das ist richtig bescheuert. Jetzt kann man wissen, was wir hier gemalt haben. Die Tür wenigstens gleich wieder auf. Ist Simon da? Hallo, kann ich mit Simon sprechen? Hi. He's not there anymore. Can I call back later? Oh. Bäh. Warum? Warum passiert das mit dem Licht immer wieder? Kann die Tür jetzt bitte mal aufgehen? Bitte. Klar. Dachte ich mir. Bist du ekelhaftes Schwein? Gib mir irgendwas, einen Schlüssel oder so, bitte. Noch Teile von dem Foto. Wo ich die denn her? Soll ich einfach mal so wild drauf losprobieren bei den Zahlen hier? Ist nichts mehr, ha? Aber irgendwo muss doch der Schlüssel sein für die Tür. Oh! Nicht schon wieder. Dinge passieren ja einfach so random. Du rennst die ganze Zeit rum und irgendwas passiert auf einmal. Ist der Sicherungskasten wieder aus oder ist hier komplett alles im Arsch? Mal wieder. Komm, Simon, bring's hinter dich. Was? Ach so.
so, na dann. Alter. Alter. Ekelhafte Geräusche hier. Boah, ist das widerlich, mir kribbelt's überall, als läuft mir was über die Haut. Ah ja. Tür ist auf, wer hätt's gedacht? Eine blaue Tür. Oh, jetzt geht's auch noch in den Keller, ja? Wie groß ist dieses Haus bitte? Simon, ich stehe keinen Spaß, ne? Nicht in so einer Situation, also mach keine Faxen. Wieder so ein einsamer Raum mit einem Stuhl. Meine inneren Dämonen, sie folgen mir und beobachten jede meiner Bewegungen. Manchmal tun sie mir sogar weh. Aha. Nämlich einfach in die Ecke. Zitter so ein bisschen. War meine Ecke, Simon. Willst du dich nicht setzen, großer Mann? Okay. Ist einfach im Boden versunken, ja? Lauter Scham oder was? Danke. Kann ich bitte wieder Licht haben jetzt, ja? Sind diese Texte eigentlich nur ein Schritt zur Selbsterkenntnis und danach kann ich jetzt gehen, oder? Geht's hier um mehr? Oh. Hat schon wieder umdekoriert. You bloody bastard. Scheiß. Wo kommt mal mein Bild? Ich wusste es, ne? Ich wusste, dass jetzt was kommt. Du hast mich doch schon gefunden. Du Kackbär. Dein Problem, hör mal. Vielleicht verarscht vorkomme.
Oh. Oh. Ja. Hi, is Simon there? Fick dich. Deine Mutter ist da. Er hat gesagt, du sollst dir die Hornhaut vor den Füßen schrubben. Ekelhafter. Wird mal wahnsinnig hier. Hallo? Hallo? Alter, er ist überall. Geh dann mal. Hat er überhaupt noch Augen? Tja. Tja, gut. The fuck? Natürlich war es so ein Albtraum. Heilige Scheiße. Was war das alles? Okay. Ich fand's sehr unterhaltsam für den Albtraum, aber jetzt ist hoffentlich vorbei. Ich vermisse es sehr, wenn Simons Freunde anrufen und nach ihm fragen. Das kann ich nicht vergessen. Achso, ist ihr Kind gestorben, ja? Deswegen hat sie immer die Albträume. Ach Mensch. Ich glaube, ich muss mehr Medikamente nehmen. Alter, warum träumst du dann von so einem großen Mann, der einfach nur richtig creepy ist? Warte mal, bevor ich jetzt Medikamente nehme, will ich mich mal hier umgucken. Jetzt, wo es nicht horrormäßig ist. Um vielleicht alle Fotos noch zu finden, alle Fotoschnipsel. Ach, hier ist Ende? Hey, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gibt's gar keinen Keller, ha? Hm? Die Waschmaschine ist immer noch verschoben. Beunruhigend. Warum steht der Hocker in der Badewanne, bitte? Warum ist der Stuhl verschoben? Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Hier noch ein Bild. Warte mal, ich gehe das erstmal einsetzen, bevor ich jetzt die Tabletten nehme. Ziemlich verarschen. Hallo? Hallo, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. Nö. And warum wird die Vignette immer größer? Nein, ich will doch das Foto einsetzen. Nein, es geht nicht mehr. Schade. Mein Sohn Simon wurde wegen mir getötet. Was? Wir leben im Wald, weit weg, mitten im Nirgendwo. Ich wusste, dass viele wilde Tiere in der Gegend herumstreuen. Das wusste ich. Oh nein. Aber ich ließ ihn trotzdem alleine draußen spielen. Auch nur für eine kurze Sekunde, als ich hineinging, um etwas Wasser zu holen. Das ist mies. Haben ihn Wölfe getötet. Ich erinnere mich, dass ich ein Foto von ihm gemacht habe, Sekunden bevor die Wölfe ihn erwischt haben. Seitdem verfolgt mich dieses Foto. Ich habe versucht, es auseinanderzureißen, aber ich bekomme das Bild immer noch nicht aus meinem Kopf. Oh
in Frieden, Simon. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Das ist bitter. Das ist bitter. Das Ende. Achieve. So, wir spielen das Ganze jetzt nochmal vom Checkpoint aus. Und... warte mal, hier... der Safe. Genau, im Safe gibt es was Schönes. Und zwar müssen wir den Tresorcode eingeben. 43351. Ich zeige euch warum später. So, wir trinken nicht den Grapefruitsaft. Erstmal Codecracker. Wir nehmen... hallo, ich möchte einfach nur das Foto, bitte. Nein, ich möchte nicht den Grapefruit. Egal, wir trinken mal den Grapefruitsaft und nehmen das Foto. So, das ist wichtig. Jetzt müssen wir nämlich ganz normal weiterspielen und das Bild vervollständigen und dann geht's auf andere Art und Weise weiter später. Ich glaube, die ersten beiden Teile sind schon eingesetzt. Ne, sind sie nicht. Okay, dann sammle ich die nochmal schnell ein und mache das eben. Ja, und da werde ich bis ganz zum Ende spielen, wo wir dann im Endeffekt alle vier Teile haben. So, und jetzt übrigens holen wir uns erstmal das letzte Fotostück. Und ich werde euch noch zeigen. So. Wir haben alle vier Memory Hunter, habe ich bekommen. Und ich werde euch noch zeigen, wie das mit dem Code zu lösen ist für den Safe. Ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, und zwar können wir hier durch eigentlich. Nee. Nein, kein Telefon für uns. Kein Telefon, denn hier neben ist eine kleine Lampe und die blinkt ja in einer bestimmten Frequenz. 4, 3, 5, 1. Und das ist der Safe-Code. Die kleine Lampe steht nämlich hier auf dem roten Safe in der Traumsequenz, wenn man so will, in der Albtraumsequenz. Und jetzt packen wir erstmal alle vier Bilder rein in den Rahmen und dann sehen wir uns das zweite Ending an, würde ich sagen. Und dann später das dritte. Fertig. Ein Foto von meinem toten Sohn. Dieses Foto wurde Minuten aufgenommen, bevor er von Wölfen getötet wurde. Und ein Schlüssel. Das wusste ich jetzt übrigens nicht, was passiert. Ein Schlüssel zur Hintertür. Ich habe nur gelesen, wie man es macht, nicht was passiert. Bin gespannt. Okay, wir sind draußen. Einmal geht's ohne Jacke, oder was? Nein, da ist der Grabstein. Loving memory, my dear son, Simon Tangeland. 1976 bis 1981. Oh nein, der war gerade mal 4 Jahre alt. 5, ja. Für Simon beten. Armer Junge. Ist jetzt auch mal dunkler? Sieht zumindest so aus. Och Mensch. Der arme Junge. Aber das war das zweite Ende. Und das dritte sehen wir uns natürlich auch gleich noch an. Mal gucken, was noch passiert hier. Vielleicht ist es Zeit für mich, dich gehen zu lassen, Simon. Auch wenn ich dich erst seit kurzem kenne, werde ich dich immer in Erinnerung behalten. Oh. Böse. Es ist Zeit für mich, mein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Ich liebe dich. Bitte ruhe in Frieden. Krass. Richtig krass und auch fies, leider. Das Ende. Okay, sehen wir uns das dritte an. Achieve Ending 2 von 3. 10 Minuten habe ich gebraucht. Naja, auch wenn es nicht ganz stimmt. Ostereier gefunden, 0 von 1. Das sehen wir dann. Und für das dritte und Secret Ending müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen wieder an den Safe. 4, 3, 5, 1. Und da trinken wir jetzt einfach nur den Grape Juice. Grapefruitsaft. Und jetzt gehen wir in die Küche
Und da sehen wir was ganz Neues. Nämlich in der Küche ist der Herd am Leuchten. Die Farben sind jetzt hier erkennbar. Und können wir das betrachten? Nee. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt nach den Lichtern richten. Warte mal, ich mache mal hier das Licht aus. Da seht ihr jetzt, ist grün. Wenn ich es anmache, ist wieder rot. Wir müssen, was ist denn das dritte? Keine Ahnung, das dritte ist, das erste ist das Schlafzimmer, das zweite das Wohnzimmer, das dritte, keine Ahnung, das vierte ist die Waschküche, das fünfte ist das Badezimmer, das sechste ist die Küche. Warte mal, wo können wir denn noch das Licht ausmachen? Auf jeden Fall, das mache ich jetzt erstmal überall so, dass die ganzen Lichter grün sind. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht ist das der Keller hinten. Dieses Licht. Ach nee, warte mal. Das Licht hier ist der Flur. Muss der Flur sein. Das ist ja dieses ganze gekrümmte. Warte mal. So, und dann müssen wir, wie gesagt, die zweite Reihe vervollständigen und dann geht's weiter. Jo, ist richtig. So, alles klar, jetzt haben wir alle Lichter grün. Und damit geht der Ofen auf Lightmaker, habe ich bekommen. Und was ist das? Was habe ich da genommen? Tabletten. Eine halbe Tasse Grapefruitsaft. Die Einnahme von Medikamenten, diesem Zeug, kann gefährlich sein. Ernsthaft? He's not there anymore. Can I call back later? Okay, und jetzt müssen wir es wohl ganz normal durchspielen und dann passiert was anderes. Ah, seht mal, jetzt bin ich aufgewacht in der letzten Sequenz und jetzt sind hier überall diese Pfeile auf dem Boden. Folgen wir denen mal. Vielleicht war es echt nicht so gut, Grapefruitsaft und die Medikamente einzunehmen. Tür raus. Was? Ich bin durch den Boden gefallen. Holy moly, wir sind in den Backrooms. Oh Leute, wie gut. Es sind wieder mal die Backrooms dran schuld. Ey, das finde ich fast... Lose your mind. Den Mythos finde ich fast so geil. Also diese Backroom-Geschichte, so wie die ganzen anderen Sachen, sowas wie Slenderman oder so, das ist halt alles... durch Memes entstanden und durch so Internetphänomene, finde ich total geil. Die Backrooms, Leute. Was für eine hässliche Blumentapete. Eine Taschenlampe, gut. Alter Schwede, ihr musst ja durchdrehen in den Backrooms, die sind ja unendlich. Boah, ich krieg so ein bisschen Muffensausen. Ich muss echt mal reacten auf diese Backroom-Filme, die es da gibt. Von dem YouTube-Kanal. Habe ich ja gesagt, ich will das mal machen. Ich will das mal versuchen, wie es ankommt, so das Reacten. Ich werde natürlich nicht auf jeden Scheiß reacten. Oder auf Trailer oder sowas. Sondern ich habe da mehr so ein paar Kurzhorrorfilme im Kopf. Und werde die natürlich mit Credits, ne, wo ich die her habe, die Filme. Aber ich finde das schon ganz interessant. Halt so zusammen quasi einen Film gucken, finde ich ganz gut die Idee. Mal sehen, wie ihr darauf reagiert, wie ich darauf reagiere. Und das finde ich am gruseligsten, diese schmalen... Die Gänge, wo man gar nicht durchkommt. Davon habe ich schon mal geträumt übrigens von sowas, dass ich nicht durch so einen schmalen Gang kam und eine Tür war und auf einmal war die irgendwie so und ich kam halt nicht durch und es... Oh. Das Ende. Ja. Das Ende. Schönes Ende. Ja, 3 von 3 und Ostereier gefunden, 1. Das war es also, Leute, mit The Backrooms. Nein, mit Is Simon There? Krasses Spiel. Hat mir gut gefallen, mal wieder ein neues Spiel von Stanislav Truchowski. Ich finde die ja gar nicht so schlecht. Ist Geschmackssache, aber ich mag die Dinger. Wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruger. Däumchen nach oben nicht vergessen und Dankeschön. Bis dann.